Also ich sehe momentan auf jeden Fall eine große Koalition und wie gesagt, Herr Steinbrück wird allergrößter Wahrscheinlichkeit auch noch nicht mit dabei sein. Leider negatives Abschneiden der FDP zu diesem Moment. Müssen wir noch abwarten. Ja, es sieht so aus. Aber wir müssen uns dann dem Schicksal beugen. Wir hoffen immer noch, dass die FDP die 5% überspringt. Aber es sieht nicht danach aus. Es war eigentlich noch nie ein Wahlkampf so spannend wie dieser. Also das würde ich ganz klar sagen. Und sag mal so, das Ergebnis hat mich eigentlich in seiner Klarheit für eine große Koalition sehr überrascht. Denn es ist eigentlich kaum wahrscheinlich, dass noch was anderes rauskommt. Also ja, also ich freue mich besonders erstmal darüber, dass die FDP nicht in den Bundestag wahrscheinlich nicht reinkommt. Enttäuschend ist das Abschneiden von der SPD und bin aber außerdem gespannt, weil die AfD, die hat ja 4,9% jetzt laut Prognose, ob die es schafft, hier in den Bundestag reinzukommen und wenn ja, ob es eine Koalition gibt zwischen der CDU und AfD. Das wird Sie nicht wundern, dass hier bei der FDP ganz große Enttäuschung herrscht. Aber das ist jetzt erstmal so und jetzt werden wir uns wohl auf einen längeren Abend einrichten müssen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also wir haben jetzt noch einige Unsicherheiten heute Abend. Ich denke gerade, was Abschneiden der FDP betrifft, auch die Alternative für Deutschland. Also insofern glaube ich, dass da eine Prognose jetzt wird ein spannender Abend werden. Wir sind bei ungefähr 5% jetzt in den Hochrechnungen. Wir wissen nicht genau, worauf es hinauslaufen wird an diesem Wahlabend. Das wird also noch spannend werden. Aber wir wissen schon jetzt, wir haben unendlich viel geleistet. Wir alle, Sie haben das geleistet. Sie haben einen wunderbaren Wahlkampf gemacht. Einen enorm mutigen und motivierten Wahlkampf voller Enthusiasmus.